Ihr sollt die vorgegebenen Brüche jeweils mit 2, 3 und 6 kürzen. Um das mal beispielhaft zu machen, 12 Dreißigstel gekürzt mit 2 heißt, ich muss sowohl die 12 als auch die 30 durch 2 teilen. 12 durch 2 sind 6 und 30 durch 2 sind 15. Das heißt, 12 Dreißigstel gekürzt mit 2 sind 6 Fünfzehntel. Das kriegt ihr hin für alle anderen. Hier drüben beispielhaft die 3 Zwölftel gekürzt mit 3. Heißt, die 12 durch 3 sind 4 und die 30 durch 3 sind 10. Heißt, 12 Dreißigstel gekürzt mit 3 sind 4 Zehntel. Nehmen wir uns mal hier die 48 Sechzigstel noch als Beispiel. 48 Sechzigstel gekürzt mit 3 heißt 48 durch 3, das sind 16 und 60 durch 3 sind 20. Also 48 Sechzigstel gekürzt mit 3 sind 16 Zwanzigstel. Und hier drüben bei der C schauen wir mal noch auf die 12 Dreißigstel gekürzt mit 6. Heißt, 12 durch 6 sind 2 und 30 durch 6, das sind 5. Also 12 Dreißigstel gekürzt mit 6 sind 2 Fünftel. Und mal noch als Beispiel die 108 144stel gekürzt mit 6. 108 geteilt durch 6, das sind 18. Und 144 durch 6, das sind 24. Und damit sind 108 144stel gekürzt mit 6, 18 24stel. Wenn ihr jetzt solche Sachen nicht im Kopf rauskriegt, dann müsst ihr die halt mal kurz mit der Nebenrechnung schriftlich machen.